Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen The Witcher 3 Video. Ja, wie ihr ja wisst, mache ich momentan noch kein The Witcher 3 LP, denn ich hatte es ja damals gesagt, ich möchte das Spiel erstmal in vollen Zügen für mich genießen, aber es ist eine Sache passiert während des Spielens, die fand ich einfach so großartig inszeniert von CD Projekt Red, dass ich sie gerne mit euch teilen würde. Und ja, dementsprechend mache ich jetzt hier dieses Video. Bevor das eigentliche Video aber gleich startet, nur zwei ganz kurze Sachen vorneweg. Der große Hauptteil des Videos wird ohne Commentary von mir sein, also nur das reine Gameplay, weil ich einfach in dem Moment nicht die Lust hatte, da drüber zu kommentieren, weil ich selbst auch ein bisschen geflasht war. Und ja, das ist ja auch für mich das erste Mal das Spielen dieser Quest war. Zweite Sache ist, es wird natürlich gleich einige Spoiler zu The Witcher 3 geben, aber es werden jetzt keine großen Story-Spoiler sein, aber wenn ihr The Witcher 3 noch spielen wollt und diesen What the Fuck-Moment selbst erleben wollt, solltet ihr das Video jetzt natürlich ausschalten. So, und bevor das Video jetzt startet, nur noch ganz kurz für euch zum Hintergrundwissen, was ist eigentlich passiert. Und zwar war ich in einem Dorf namens Lindenthal und habe dort eine Frau getroffen, die mir erzählt hat, dass eben, ja, sie nicht mehr in ihr ehemaliges Anwesen zurückkehren kann, weil sich dort Monster breit gemacht haben. Ja, und also bin ich zu diesem Anwesen geritten, aber was da dann passiert ist, das seht ihr jetzt. Ein Stolperdraht. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Problem gelöst. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Irgendetwas stimmt nicht. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Bravo, Geralt. Du bist all meinen Fallen ausgewichen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Zu ihnen? Du weißt, dass ich alleine arbeite. Die Frage ist, was machst du hier? Ich warte auf sie. Auf diejenigen, die mich umbringen wollen. Nun, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen.
Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Schnapp den! Hey ho! Wir ziehen dir die Haut ab! Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Weiter so, abends Zeit. Trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirne. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. Also hatten wir ein paar Stunden. Haben geredet, die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mhm.
Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Hexer an! Für dich mache ich die Ausnahme. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Vestas Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Ich bin ziemlich neugierig. Wie viel bekommt man heute für das Leben eines alten Kumpels? Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Bastarde! Los, lauf! Hier gibt's tollwütige Hunde. Arnaud Vesta. Nilfgaardischer Name. Aus Metina, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Arr! Sprach eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Loriel geht es immer noch schlecht und sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen, zu den Schwestern. Und wie soll ich die bezahlen? Seit Monaten haben wir nur Rindensuppe. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Zu viele Mäuler zu stopfen. Was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für die anderen. Rost bedeckte seine Rüstung. Hier, nimm das! Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas? Ruhe, alle miteinander!
Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst... Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Bist noch hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe da der Spaß? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Loc Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wär fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ich habe Westers Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du.
Und wenn er dich verraten hätte, wie Louis? Ich musste es riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Das hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Warum nicht? Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf.